Von der Wachsamkeit zum Frieden. Ich begrüße dich in deiner friedvollen Wahrheit zu deinem Satsang. Und wir wollen uns heute im Textbuch Kapitel 7 die Gaben des Himmelreichs mal damit befassen, wie es ist, von der Wachsamkeit zum Frieden zu kommen. Ihr Lieben, ist es nicht so, dass sich alle Menschen Frieden wünschen? Sogar der Soldat an der Front wünscht sich in seinem tiefsten Inneren nur Frieden, nur Liebe, nur Geborgenheit. Der brutalste Kämpfer, der brutalste Mörder schreit nach Liebe. Alles hier ruft nach Frieden, ruft nach Liebe. Und doch ist es nur die eine Seite der Medaille, denn in der dualen Welt hat unsere Münze immer zwei Seiten. Krieg und Frieden, Schatten und Licht, richtig und falsch. Und heute sagt der Kurs in Wundern, nimm die Gaben des Himmelreichs an, du bist Frieden. Und das möchte ich mir gerne mit dir gemeinsam heute nochmal anschauen. Und das ist, wie gesagt, das Kapitel 7. Und das ist so rührend geschrieben, dass ich es sehr, sehr gerne mit dir, mit euch teilen möchte. Du kannst Gott nicht vergessen, weil ich, Jesus, bei dir bin und ich Gott nicht vergessen kann. Mich, Jesus, zu vergessen heißt, dich und Gott vergessen, der dich erschaffen hat. Aber bitte, ihr Lieben, nicht den Körper. Ganz, ganz wichtig, dass wir hier natürlich jetzt nicht sagen, aha, gut, in 7 Tagen hat Gott die Welt erschaffen. Darum geht es nicht. Du bist reine Liebe. Insofern hat Gott dich Liebe erschaffen. Es geht hier im Kurs niemals um die Materie, niemals um den Körper. Nach dem Motto, gestalte einen liebevollen Körper, der andere lieben kann. Da bist du falsch. Wenn du das suchst, dann bitte körperliche Ratgeber lesen. Der Kurs bezieht sich immer auf deinen Geist. Gott hat deinen Geist erschaffen, weil Gott die reine Liebe ist und du auch die reine Liebe bist. Frieden, Freude, Leichtigkeit. Komm deshalb her zu mir und lerne, was die Wahrheit in dir ist. Das machen wir in unseren Satsangs. Komm her zu mir und lerne, was die Wahrheit in dir ist. Das ist die Liebe erfahren. Und wir können das intellektuell nicht lernen. Im Kurs geht es nicht darum, Lektionen zu lesen und dann abzufragen, was kann ich schon, was weiß ich schon. Im Kurs geht es darum, gewahr zu sein, dass du Liebe, Frieden bist, eins mit allem, was lebt. Lass deinen Geist mit meinen auf ihren Geist leuchten und sie durch unsere Dankbarkeit ihnen gegenüber des Lichts in sich gewahr werden. Dieses Licht wird auf dich und auf die gesamte Sohnschaft erscheinen, weil dies deine angemessene Gabe an Gott ist. Gott, das Licht, die Liebe, das bist du, Gott ist in dir und der Heilige Geist und Jesus sagen zu dir, lass dieses Licht jetzt scheinen und entzünde damit alles Leben. Du bist Frieden und es spielt keine Rolle, welche Situation du da draußen gerade erlebst. Ob du im Kriegsgebiet bist, ob du in einem riesengroßen Haus bist, in einer kleinen Einzimmerwohnung, das spielt überhaupt keine Rolle. Die Gabe anzunehmen bedeutet auch in einem kranken Körper, der von einem kranken Geist, einem undisziplinierten, ungeschulten Geist in Krankheitssymptome geführt wurde, mit der Gabe des Himmelreichs jetzt zu durchfluten. Schließe die Augen. Und sag dir einfach, ich bin reine Liebe
Ich bin Frieden. Und dann wird es die ganze Sohnschaft erfahren. Der Soldat an der Front, der Panzerfahrer, der Pfarrer, die Nonne, die Mutter, der Vater, die Kindergärtnerin, der Beamte, alle werden durchflutet, weil wir ein Geist sind. Klingt komisch? Das ist der Kurs, das ist das Wunder, denn wenn ein Geist den Frieden wiederfindet, dann gilt es für den ganzen Geist. Wir sind ein Geist, ein wahres Selbst und wir nehmen uns natürlich als getrennte Körper wahr und sagen ich, du, er, sie, es, aber in Wahrheit, und das spürst du auch, weil in allen dieselbe Sehnsucht ist, nach Frieden, nach Liebe, nach Sicherheit, nach Geborgenheit, die wir hier in dieser Ego-Illusionswelt niemals finden werden. Und der Kurs sagt dazu, der Geist glaubt nämlich, dass Liebe zerstört werden kann, der abgespaltene Geist, und versteht daher nicht, was Liebe überhaupt ist. Wenn der abgespaltene Geist nicht versteht, was Liebe ist, dann kann er sich selbst nicht als liebend wahrnehmen. Dadurch geht das Gewahrsein des Seins verloren, werden Gefühle der Unwirklichkeit hervorgerufen und völlige Verwirrung ist die Folge. Dein Denken hat das aufgrund seiner Macht getan. Wir haben unsere Macht dem Ego überlassen, indem wir an die Ego-Gedanken der Angst, der Verlorenheit, der Verwirrung glauben, haben wir unsere göttliche Macht unbewusst dem Ego überlassen. Fatal, denn jetzt spüren wir unsere Schöpferkraft nicht mehr. Wir haben eine Identität mit dem Ego gebildet. Wir denken, wir sind eins mit dem Ego. Ein riesengroßer Irrtum. Und jetzt kommen wir von der Wachsamkeit zum Frieden, indem wir sagen, dein Denken hat aufgrund seiner Macht sich abgespalten. Aber dein Denken kann sich auch wieder daraus erlösen. Weil seine Macht nicht dein Werk ist. Die Macht deines Denkens ist die göttliche Macht, die immer wirkt, die Macht der Liebe. Aber nicht so, wie wir Liebe verstehen. Ich liebe dich, ich bin verliebt, sondern Liebe ist die Ganzheit mit Gott. Das ist die reine Liebe, der Frieden, die Ewigkeit. Wenn du nicht glaubst, dass du dies tun kannst, dich aus dem falschen Denken wieder zu lösen, verleugnest du die Macht deines Denkens und machst es so in deiner Überzeugung machtlos. Die Raffiniertheit des Egos hinsichtlich seiner Selbsterhaltung ist enorm, stammt aber aus eben der Macht des Geistes, die das Ego verleugnet. Das bedeutet, dass das Ego genau das angreift, wodurch es erhalten wird, was extreme Angst zur Folge hat. Und deshalb merkt das Ego nie, was es tut. Es ist vollkommen logisch, aber das Ego ist eindeutig wahnsinnig. Das Ego schöpft, um zu existieren, aus der einen Quelle, aus Angst, die Macht dieser Quelle wahrzunehmen, ist es gezwungen, sie immer wieder zu erniedrigen und zu herabzusetzen. Ihr Lieben, das ist ein unfassbarer Vorgang. Und wenn man sich das mal bewusst macht, dann erschaudert man. Und man sagt sich, okay, das Ego nutzt meine göttliche Schöpferkraft.
indem es mir erklärt, ich bin ein getrennter Körper, abgespalten von der göttlichen Liebe. Und das Ego macht mir immer wieder Angst, denn solange ich in der Angst bin, fühle ich mich schwach und abhängig und kann die göttliche Gnade nicht annehmen, diese Allmacht der Liebe. Und solange ich mich schwach und abhängig fühle, solange fühlt sich das Ego über mich, Schöpferwesen, Geistwesen, ermächtigt. Ich bitte euch, da mal reinzugehen und reinzuspüren. Wir machen das in unseren Satsangs ganz tief, ganz ausführlich, weil es so ein Phänomen ist. Und es ist ein Paradoxum, dass wir unsere Schöpferkraft unbewusst abgeben an ein illusionäres Ego, das uns erklärt, dass wir Angst haben müssen, dass wir schwach sind, dass wir anfällig sind. Das ist unfassbar. Ich lade dich ganz, ganz herzlich ein in unsere Satsangs, in unsere Community und erkenne deine Macht. Namaste. Alles, alles Liebe für dich.